So, also herzlich willkommen. Wir haben uns ja vor Weihnachten in der letzten Sitzung mit kontextfreien Grammatiken als eine Möglichkeit beschäftigt, syntaktische Strukturen zu beschreiben und damit erst die Basis für syntaktische Analysen, wobei die eigentlichen Analysealgorithmen dann erst im Sommersemester behandelt werden. Ich hoffe, dass diejenigen von Ihnen, die vor Weihnachten nicht mehr da waren, das nachgelesen haben, sich mit kontextfreien Grammatiken auskennen werden. Eine kleine Wiederholung nochmal machen der wichtigsten Grundlagen. Aber heute geht es darum, über die kontextfreien Grammatik hinauszugehen, weil sich dann herausstellt, dass man damit doch eben natürlich die Syntax natürlicher Sprache nicht vollständig oder nicht sehr geschickt beschreiben kann. So. Also der Grund, warum wir kontextfreie Grammatiken eigentlich eingeführt haben, war, dass wir erstens damit eine Phrasenstruktur, wie sie aus der linguistischen oder sprachwissenschaftlichen Sprachbeschreibung bekannt ist, adäquat wiedergeben können, also die sinnvolle linguistische Strukturen wiedergeben können, insbesondere weil dadurch auch Rekursion abgebildet werden kann. Und das hatten wir damals als Motivation gesehen mit regulären Ausdrücken bzw. endlichen Automaten können wir keine echte Rekursion modellieren. Und da natürliche Sprache rekursive Strukturen enthält, zum Beispiel Relativsätze, die ineinander verschachtelt werden können, können grundsätzlich reguläre Ausdrücke, reguläre Sprachen nicht ausreichend sein, um Syntax natürlicher Sprache zu beschreiben. Und selbst da, wo sie ausreichend wären, hatten wir eben gesehen, wäre es nicht unbedingt adäquat, die Sprache oder korrekte, wohlgeformte Sätze durch nicht-rekursive Strukturen zu beschreiben, weil dadurch eben die Zusammenhänge zwischen verschiedenen Phrasen verloren gehen würden. Also wenn ich eine Nominalphrase habe und danach zwei Präpositionalphrasen, das berühmte I saw the man on the hill with the telescope, dann macht es einen großen Unterschied, ob the hill eben den Mann modifiziert oder telescope the hill oder zu the man gehört. Wenn ich es mit einem regulären Ausdruck beschreibe, dann hätte ich aber natürlich eine völlig flache Struktur, da hätte ich eine Nominalphrase und eine Präpositionalphrase, noch eine Präpositionalphrase, weil es eben keine rekursive Hierarchie wiedergeben kann. Das heißt, erst durch die hierarchisch verschachtelten Phrasenstrukturen können wir die verschiedenen Lesarten eines solchen Satzes überhaupt adäquat erfassen. Ein zweiter Vorteil der kontextfreien Grammatik ist, dass ich damit auch Abhängigkeiten zwischen weit auseinanderstehenden Konstituenten wiedergeben lassen, erfassen lassen, sogenannte Long-Distance Dependencies. Ein typisches Beispiel wären Partikelverben im Deutschen, also Verben wie etwas abspielen. Die Partikel ab kann ja abgetrennt werden und in der normalen Satzstellung wird die ans Satzende geschoben in einem Hauptsatz. Das heißt, wenn man ein Musikstück abspielt, er spielte das Musikstück ab, ist die Partikel ab abgetrennt. Also man spielt und irgendwo kommt die Verbpartikel, die eigentlich ja zum Verb gehört, also sehr eng an das Verb gebunden ist. Dazwischen kann jetzt aber eine ganze Menge stehen. Da kann eben nicht nur das Musikstück stehen, sondern auch das Musikstück, das letztes Jahr gute Chartplatzierung erreicht hatte. Und das kann ich beliebig ausdehnen. Also hier kann eigentlich beliebig viel und beliebig komplexes Material dazwischen stehen. Für endliche Automaten und andere lineare Verfahren wäre es sehr schwer, dann den Zusammenhang zwischen spielt und ab irgendwie wiederherzustellen oder überhaupt zu wissen, dass da noch eine Verbpartikel fehlt, weil es sich dafür der endliche Automat ja, während er das ganze andere Material verarbeitet, merken müsste, dass hier das Verb, also dass die Verbbasis spielen kam, um nachher das mit der Partikel zu kombinieren. In einer kontextfreien Grammatik hingegen ergibt sich das Ganze natürlich als Baumstruktur. Ich habe eben hier irgendwie das Verb und dann das ganze andere Material und dann gibt es nochmal einen Knoten, der das abhat. Und das heißt, in diesem Baum können Verb und Partikel sehr nahe beieinander stehen, die im Wesentlichen nur durch einen Zwischenknoten getrennt ist, an dem man das ganze andere Material hängen kann. Also diese Unterstützung von Long-Distance-Dependencies ist auch ein großer Vorteil der kontextfreien Grammatiken und wie wir eben im Sommersemester sehen werden, es gibt sehr effiziente Parsing-Algorithmen. Die sind bei weitem nicht so effizient und einfach wie endliche Automaten. Die Algorithmen sind ein bisschen komplizierter. Es dauert auch wesentlich länger, einen Satz
aus 40 Wörtern syntaktisch zu analysieren mit der kontextfreien Grammatik, als dann regulären Ausdruck drauf anzuwenden. Aber es ist doch so effizient, dass man auch große Körper damit sehr gut verarbeiten kann. Allerdings ist es eben, gibt es doch gewisse Nachteile bzw. Einschränkungen. Wie wir gegen Ende des Semesters noch sehen werden, kann man nicht alle Sprachen der Welt offenbar mit kontextfreien Grammatik beschreiben. Es ist eine Diskussion, die eigentlich immer noch andauert. In der Sprachwissenschaft sind natürliche Sprachen kontextfrei oder nicht. Es ist so, dass man in den meisten Sprachen eigentlich keine Strukturen findet, die nicht im Prinzip durch kontextfreie Grammatiken beschrieben werden können. Es wird aber behauptet, dass es einige Sprachen gibt, die Strukturen bilden, bei denen eben kontextfreie Grammatiken prinzipiell an ihre Grenzen stoßen. Ich habe hier vor Weihnachten ja als Beispiel die Klammersprache A hoch N, B hoch N genannt. Das war unsere Motivation dafür, dass wir mehr brauchen als reguläre Ausdrücke. Diese Sprache ist eine abstrakte Darstellung verschachtelter Klammerstrukturen. Also die A's stehen für öffnende Klammern und die B's für schließende Klammern. Und das Wesentliche ist, dass wir für eine korrekte Schachtelung genauso viele schließende wie öffnende Klammern brauchen. Deswegen A hoch N, B hoch N, wobei N beliebiger Wert ist, aber eben für beide Runs, man nennt sowas eine Folge aufeinanderfolgender gleicher Zeichen, auch ein Run in einem Wort für beide Runs gleich sein muss. Genau, und dann haben wir gezeigt, und ich hatte Ihnen gesagt, was wir eben noch sehen werden in der Sitzung 13, dass man kann formal nachweisen, dass es eben nicht möglich ist, diese Sprache durch einen regulären Ausdruck zu beschreiben. Es ist also keine reguläre Sprache. Und weil wir solche Klammerstrukturen in der natürlichen Sprache finden, brauchen wir eben mehr als reguläre Sprachen, reguläre Ausdrücke, um natürliche Sprache zu beschreiben. Analog kann man dann komplexere Strukturen finden. Also was wir dann rausfinden werden, ist, diese Sprache ist kontextfrei. Wir haben uns dafür auch eine ganz einfache Grammatik überlegt. Wenn Sie aber noch ein drittes Element anhängen, also auch noch einen dritten Run von Cs machen, bei denen ich wieder die gleiche Anzahl brauche, dann lässt sich das Ganze nicht mehr durch eine kontextfreie Grammatik beschreiben. Auch das kann man formal beweisen mit ähnlichen Methoden, wie es für diese Klammersprache war. Und wenn man solche Strukturen in der natürlichen Sprache finden kann, dann wäre das ein Hinweis darauf, dass sich eben natürliche Sprache auch nicht adäquat durch kontextfreie Grammatik beschreiben lässt. Und das ist genau da. Darum geht es in dieser Diskussion. Manche Leute behaupten eben, manche Forscher behaupten, in bestimmten Sprachen könnte man Strukturen finden, die so dieser formalen Sprache entsprechen oder anderen formalen Sprachen, die nachweisbar nicht kontextfrei sind. Gut, also das ist zumindest mein Hinweis darauf, dass es vielleicht doch nicht ausreichend ist, kontextfreie Grammatiken zu verwenden. Ungeachtet dessen, also selbst wenn sich die Sprache formal durch kontextfreie Grammatik beschreiben lässt, stellt man fest, dass bestimmte Phänomene sehr schwierig zu beschreiben sind. Die werden wir uns im ersten Teil der heutigen Vorlesung etwas näher anschauen und überlegen, wie man das eigentlich überhaupt in der kontextfreien Grammatik behandelt. Also das Ziel heute ist auch ein bisschen kontextfreie Grammatik nochmal zu üben und so ein paar Techniken zu sehen, wie man damit etwas komplexere Phänomene modelliert. Was Sie bisher als Übungen schon kennen sollten, ist, dass man einfach so ganz einfache Sachen wie die Nominalphrase oder den Matrixsatz, Subjektnominalphrase, Verb, Objektnominalphrase, dann kann man Präpositionalphrasen dranhängen, sowas hat man schon als Beispiele gesehen. Das sind die Sachen, die sich sehr naheliegend schreiben lassen. Aber Phänomene wie Kongruenz, im Englischen nennt man das Agreement, also dass zum Beispiel Subjekt und Verb eines Satzes in den Numerus und Person übereinstimmen müssen, dass manche Verben intransitiv sind, andere Verben transitiv, also ein intransitives Verb kein direktes Objekt haben kann, ein transitives Verb aber ein direktes Objekt braucht, um einen wohlgeformten Satz zu bilden. Oder auch freie Wortstellungen, die wir in Sprachen wie Deutsch und Latein finden. Solche Phänomene lassen sich recht schwierig durch kontextfreie Grammatiken wiedergeben. Wie gesagt, das schauen wir uns jetzt gleich mal an. Und wenn man das eben behandeln muss, dann kommt man schnell zu sehr komplexen kontextfreien Grammatiken mit sehr vielen Regeln. Die sind dann nicht mehr so effizient, wie sie eigentlich, also wir haben zwar effiziente Parsing-Algorithmen, aber es hängt natürlich davon ab, wie komplex die Grammatik ist. Wenn ich sozusagen
den effizienten Parsing-Algorithmus durch eine extrem komplexe Grammatik erkaufe mit tausenden von Regeln, dann ist das Parsing vielleicht trotzdem nicht mehr effizient, weil er mit diesen vielen Regeln nicht mehr zurechtkommt. Und viel schlimmer ist eigentlich noch, dass diese Grammatiken sehr unübersichtlich werden. Sie können sich vielleicht vorstellen, wenn Sie da tausend Phrasenstrukturregeln haben, blicken Sie wahrscheinlich nicht mehr wirklich durch. Wenn dann irgendwie ein Fehler auftaucht, also ein Satz nicht akzeptiert wird oder ein völlig ungrammatischer Satz akzeptiert wird oder eine völlig falsche Struktur zugewiesen wird, dann ist es sehr schwer, diesen Fehler zu finden und zu beheben. Es ist oft auch so, wenn Sie einen Fehler korrigieren an einer Stelle, kann es in einer komplexen Grammatik solche Interaktionseffekte geben, dass dadurch ganz andere Sachen plötzlich wieder schief gehen. Also es ist sehr schwer, also das Grammar Engineering von solchen komplexen Grammatiken ist sehr schwierig. So. Als Ausgangsbeispiel nehmen wir uns die einfache Phrasenstrukturgrammatik, die wir im Wesentlichen vor Weihnachten auch schon in der so gesehen hatten. Also die behandelt nur einfache Matrixsätze, Subjekt, Verb, Objekt. Die Beispiele werden sich meistens auf Englisch beziehen, nur manchmal für Kongruenzphänomene gehen wir auch ein paar deutsche Beispiele rein. Also ein Satz besteht aus dem Subjekt und der Verbphrase. Die Verbphrase besteht aus dem Hauptverb des Satzes und dann eben je nachdem nach der Valenz des Verbs, also ob es ein transitives, intransitives oder ditransitives Verb ist, keinem Objekt, einem Objekt und Nominalphrase oder zwei Nominalphrasen als Objekt. Die Nominalphrase, die ich hier als Subjekt oder Objekt haben kann, besteht aus einem Substantiv, einem Kopfsubstantiv mit optionalen Adjektiven, Artikeln. Da beide optional sein sollen, also det, die Termine steht für einen Artikel, da beide optional sein sollen, muss ich hier im Prinzip vier Regeln aufführen. Ich kann entweder ein Adjektiv kein Artikel haben, Artikel ohne Adjektiv oder beide können vorkommen. Oder natürlich können auch beide fehlen. Also diese Sachen lassen sich, man könnte sowas auch noch etwas eleganter gestalten, vor allem, wenn man auch Nominalphrasen mit mehr als einem Adjektiv unterstützen will. Also hier ist wirklich eine sehr elementare Grammatik, die Sie jetzt auch leicht erweitern können. Außerdem könnte die Nominalphrase, was hier noch nicht abgebildet ist, einfach nur aus einem Eigennamen bestehen, sowas wie Peter oder Maria, oder aus einem Pronomen, also er, sie, ich, so weiter. In dem Fall habe ich natürlich keinen Artikel, also Eigennamen und Pronomina kann ich nicht mit Artikel und Adjektiv kombinieren. Das heißt, da besteht die ganze Nominalphrase nur aus dem Pronomen. Und dann haben wir für beide, sowohl für Nominalphrasen als auch für Verbphrasen, können wir nochmal Attachment haben, wir können Adjunkte haben, also Präpositionalphrasen als Adjunkte hinzunehmen. Die können über diese rekursive Regel VP geht zu VPPP oder NP geht zu NPPP. Das ist so die typische einfache rekursive Regel, die uns erlaubt, beliebig viele Präpositionalphrasen als Adjunkte hier anzuhängen. Präpositionalphrase ist einfach definiert, die besteht aus Präposition und einer Nominalphrase, führt es also im Prinzip sehr leicht, ist sehr einfach zu formulieren, da wir den nominalen Kern der Präpositionalphrase ganz auf die schon bestehenden Regeln zurückführen können. Und über die verschiedenen Arten, wie man jetzt Propositionalphrasen aneinander anhängt, wo das Attachment gemacht wird, kann man nun eben auch die verschiedenen Interpretationen, die sich daraus ergeben, repräsentieren. Hier haben Sie eine Liste von Phänomenen, die hier alle nicht abgedeckt sind, nur damit Ihnen klar ist, wir machen oft solche einfachen Beispiele, die finden Sie oft auch in computerlinguistischen Büchern, aber eigentlich, was wir haben, ist ein winziger Ausschnitt der natürlichen Sprache und wir sind weit davon entfernt, dass man damit auch nur einen Zeitungstext oder ein paar Tweets analysieren könnte. Das sind die Phrasenstrukturregeln. Wir haben sowas, wir haben hier nicht wirklich eine Normalform vorliegen. Sie können vielleicht einmal zurück überlegen, ob Sie sich noch erinnern, was die Kriterien für die Normalform waren und insbesondere für die Chomsky-Normalform. Aber wir haben doch die Trennung in Phrasenstrukturregeln, die nur mit nicht-terminalen, also Variablen arbeiten und lexikalischen Regeln oder Lexikon-Einträgen, die in Präterminal. Meistens entspricht es mehr oder weniger einer Wortart, also ein Part-of-Speech-Code, Part-of-Speech-Tag, auf die tatsächlichen Oberflächenformen abbilden. Wenn die Grammatik unabhängig von anderen Komponenten sein soll, dann stehen hier wirklich alle möglichen Oberflächenformen. Also ein Substantiv haben wir sowohl Singular Boy als auch Plural Boys.
In einem tatsächlichen System könnte es natürlich sein, dass Sie es in mehrere Teilaufgaben zerlegen, erst eine morphologische Analyse gemacht haben. Dann bräuchten Sie ja nicht mehr alle Formen auflisten, sondern würden einfach nur sagen, Lemma Boy oder Stamm Boy ist ein Substantiv und die Pluralform wurde von der morphologischen Analyse schon erkannt und zurückgeführt. Es ist aber sehr gängig, dass kontextfreie Grammatiken so formuliert sind, dass sie direkt auf tokenisiertem Text arbeiten, dass ihre Terminale also wirklich die Wortformen sind. Und bei den Verben müssen wir natürlich auch entsprechend alle flektierten Formen der Verben aufführen. Hier habe ich noch eine Kurznotation, weil es sehr lästig ist, diese vielen Varianten aufzuschreiben, werde ich manchmal optionale Elemente einfach in Klammern setzen. Also das heißt zum Beispiel, auf das Verb kann optional eine Nominalphrase und optional auch noch eine zweite Nominalphrase folgen. Und hier, das soll andeuten, dass Artikel und Adjektiv optional sind. Das ist nicht Teil des kontextfreien Formalismus, der kontextfreien Grammatik. Das heißt, tatsächlich müsste man das wirklich als separate Regeln aufschreiben. Aber unsere Grammatiken, oder die Fragmente, die wir anschauen, werden so schon komplex genug werden, sodass wir uns hier ein bisschen das Leben noch einfacher machen. Hier ist so eine typische Analyse, die wir kriegen. Und sagen, wir können einen Satz wie The Boys gave the girl a glass of water analysieren und haben eben hier auch das Attachment korrekt, also hier in dieser richtigen Lesart, dass das auf Water sich auf das Glas bezieht und nicht irgendwie auf die ganze Verbphrase oder sowas. Was die kontextfreien Grammatiken, so wie wir sie jetzt formulieren, überhaupt nicht können, ist die Disambiguierung tatsächlich zu leisten. Also, das würde uns sagen, dass genauso gut, also die Grammatik kann uns sagen, dass das eine mögliche Analyse ist, dass aber auch eine Analyse möglich ist, wo ihr auf Water die Verbphrase modifiziert und wie man die Disambiguierung macht, das ist auch ein Thema, mit dem wir uns im Sommersemester dann erst wieder beschäftigen werden. So, diese Grammatik hat jetzt eine ganze Menge Probleme. Ein ganz offensichtliches Problem, das wir haben, ist, dass idealerweise soll die Grammatik ja zwischen korrekten und inkorrekten Sätzen, also grammatischen und ungrammatischen Sätzen unterscheiden können und nur Sätze und akzeptieren, die grammatisch korrekt sind. Das ist aber nicht der Fall. Zum Beispiel wird die Grammatik den Satz The boys gives the girl a book akzeptieren. Das Problem hier ist die fehlende Numeruskongruenz zwischen dem Subjekt, das im Plural steht, und der Verbform, die ja im Englischen nur für dritte Person Singular gilt. Also nur für dritte Person Singular wird ein S an den Verbstamm angehängt. Also haben wir hier Numeruskongruenz, beziehungsweise Numerus- und Personenkongruenz verletzt. Da die Grammatik, wenn Sie sich die Grammatik anschauen, ist es klar, dass die es nicht erkennen kann, weil sie eben nur aussagt, dass der Satz aus Nominalphrase und Verb besteht. Und bei sowohl bei den Verben alle Formen wie auch bei den Nominalphrasen Nomina alle Formen gleichberechtigt aufführt, also in keiner Weise zwischen Singular und Plural oder verschiedenen Personen unterscheiden kann. Genauso würde die Grammatik den Satz The boy gave she a book für ein detransitives Verb akzeptieren. Das Problem ist hier müsste stehen The boy gave her a book. Das ist eine der wenigen Situationen im Englischen, wo man tatsächlich ein Kasussystem noch die letzten Reste des Kasussystems sieht. Bei Pronomina haben wir eben für den Dativ oder den Akkusativ eine andere Form als für den Nominativ, eben her statt she oder him statt he. Also hier fehlt die Information, dass diese Nominalphrase im Dativ stehen müsste und damit das als Pronomen her realisiert würde. Im Deutschen haben wir es natürlich noch viel systematischer, das heißt, da würde diese Problematik an viel mehr Stellen auftauchen. Und schließlich hat die Grammatik keine Informationen über Argumentstruktur von Verben, also die Argumente, die Komplemente, die ein Verb erwartet, zum Beispiel, dass sleep ein intransitives Verb ist und deswegen kein direktes Objekt haben kann, also the cat slept a book, keinen Sinn macht, grammatisch falsch ist, und genauso the boy gave. If ist die Transitiv, erwartet eigentlich zwei weitere Objekte, nämlich einen Empfänger und das Objekt, das gegeben wird. Also diese Sachen können alle nicht korrekt abgebildet werden. Und die andere Sache, die diese Grammatik nicht modelliert, ist freie Wortstellung. Also wir hatten, dass die
Das Grundgerüst dieser Grammatik, dieser Beispielgrammatik, ist ja die fixe Ordnung Subjekt-Verb-Objekt. Im Deutschen hingegen haben wir eine relativ freie Anordnung von Subjekt und den beiden direkten und indirekten Objekt. Also wir können nicht nur in der üblichen Reihenfolge sagen, Maria gibt dem Mann ein Buch, Subjekt, direkt und indirektes Objekt, direktes Objekt, sondern fast jede mögliche Reihenfolge ist gleich akzeptabel für Muttersprachler. Ein Buch gibt Maria dem Mann gibt Maria ein Buch gibt dem Mann Maria, das holpert vielleicht ein bisschen, ist aber eigentlich gut verständlich und wird von meisten Muttersprachlern problemlos als einigermaßen korrektes Deutsch akzeptiert, oder zumindest als verständliches Deutsch. Der Effekt, wenn wir nicht das Subjekt von haben, ist natürlich eine Betonung, das wird fokussiert, aber grammatisch gesehen sind das alles korrekte Formen. Das heißt, wir müssen eigentlich jede mögliche Reihenfolge dieser Argumente unterstützen. Der Grund, warum es möglich ist, ist natürlich, da wir Kasusmarkierung haben, ist erkennbar am Kasus, dass Nominativ, Dativ und Akkusativ vorliegt. Und dann ist am Kasus erkennbar, was das Subjekt, was das direkte und was das indirekte Objekt ist. Deswegen ist es nicht notwendig, die in der festen Reihenfolge aufzuführen. Wie können wir in der kontextfreien Grammatik jetzt diese Phänomene abbilden? Oder ist es überhaupt möglich, diese Phänomene abzubilden? Im Prinzip gibt es da nur eine Möglichkeit. Da kontextfreie Grammatiken kontextfrei sind, also die Schwierigkeit, kann ich jetzt nochmal visuell darstellen. Der Punkt, wo wir Subjekt und Verb, wenn wir jetzt mal die Subjekt-Verb-Kongruenz uns anschauen, der Punkt, wo wir Subjekt und Verb zusammenbringen, ist an diesem Satzknoten. Die Regel S geht nach NPVP. Die Information, ob das Plural oder Singular ist oder welche Person vorliegt, die liegt nicht hier vor, sondern viel weiter unten auf der lexikalischen Ebene. Also hier das Substantiv boys und hier das Verb gives in dem Beispielsatz von vorhin. Das ist irgendwo da drin verschachtet. Eine kontextfreie Grammatik kann aber nicht reinschauen. Also bei der Anwendung dieser Regel hat die Grammatik keine Informationen darüber, wie die NP und die VP intern aufgebaut ist. Die weiß nur, da ist eine konzeptuelle NP und eine VP und die können aufeinanderfolgenden Satz bilden. Das ist genau die Kontextfreiheit. Das ist auch das, was eine kontextfreie Grammatik effizient macht. Also dieses effiziente Parsing hängt genau damit zusammen, dass ich eben nicht irgendwie in die innere Struktur noch reinschauen kann, sondern rein an einzelnen, beziehungsweise an einzelnen Verzweigungen, aus einzelnen Verzweigungen diesen Analysebaum zusammen. Dass dieser Analysebaum aus einzelnen Verzweigungen sich zusammensetzt. So, und das heißt, um sicherzustellen, dass ich hier Kongruenz habe, sagen wir mal die Numeruskongruenz, Singular und Plural, muss die Information, dass es hier eine Plural-Nominalphrase ist, das aber eine Singular-Verbphrase wäre, muss irgendwie an die Stelle kommen, um hier abgeglichen werden zu können. Ich müsste also eigentlich, wenn Sie sich vorstellen, dass die Analyse den Baum von unten nach oben aufbaut, was eigentlich relativ naheliegend ist von den computerlinguistischen Analyseverfahren, dann müsste die Information, die hier steht, irgendwo nach oben durchgereicht werden. Also eine Art Variable mitgespeichert werden, die weiß, dass diese Nominalphrase Plural ist und die weiß, dass diese Verbphrase Singular ist. Das ist in der kontextfreien Grammatik aber nicht möglich. Kontextfreie Grammatik kennt nur Terminale und Nicht-Terminale, also Variablen und Oberflächenzeichen. Wenn ich irgendwelche Informationen hier sozusagen mitführen will von unten nach oben, dann muss die in der Variablen kodiert sein. Und das bedeutet, der einzige Ansatz, wie wir dieses Problem lösen, wie wir solche Probleme lösen können, also zum Beispiel Kongruenz zwischen Subjekt und Verb in der kontextfreien Grammatik abbilden, ist durch Aufspaltung der Variablen. Statt einer Variablen NP brauchen wir eben zwei Variablen für eine Singular-Nominalphrase und Plural-Nominalphrase. So, ich schreibe die jetzt hier natürlich so, also ich verwende diese Subskripte, diese tiefer gestellten Singular und Plural, um deutlich zu machen, dass es sich im Wesentlichen um eine Nominalphrase handelt. Für die Grammatik
haben die aber natürlich keinen Bezug zueinander. Also für die, die Grammatik sind die Variablen ja nur irgendwelche Symbole. Wie die genau bezeichnet sind, hat keine Bedeutung für die Grammatik, formal gesehen. Das heißt, ich könnte statt NP Singular und NP Plural die genauso gut X und Y nennen, da gibt es keinen Zusammenhang. Das heißt, ich muss auch völlig separate Regeln für diese Variable und für diese Variable schreiben, völlig separate Produktionen schreiben. Deswegen darf man sich nicht davon irreführen lassen, dass hier vielleicht durch die grafische Darstellung oder durch die Notation ein Zusammenhang oder eine Unterteilung einer großen Kategorie suggeriert wird. Auf der formalen Ebene der Grammatik liegt so ein Zusammenhang. Und dadurch, dass ich jetzt hier zwei verschiedene Variablen habe, kann ich sie eben unterscheiden und dann eben statt einer Regel S geht zu NPVP zwei Regeln schreiben, die die erlaubten Kombinationen aufführen, nämlich entweder Singular-Nominal-Subjekt mit Singular-Verb oder Plural-Subjekt mit Plural-Verb und hier sollte natürlich VP jeweils stehen statt V. Ist beim Kopieren und Hilfestellen irgendwie schief gegangen. Genau. Und dieser Ansatz wird als Subkategorisierung bezeichnet, weil eben die Kategorien bzw. Variablen in Unterkategorien aufgespaltet werden. Bevor wir wieder zur Kongruenz zurückkommen, schauen wir uns erstmal ein anderes Beispiel an, das ist eigentlich das prototypische Beispiel für Subkategorisierung, nämlich die Behandlung der Argumentstruktur von Verben. Das ist prototypisch deswegen, weil man tatsächlich Verben ja in verschiedene Klassen einteilen kann, in transitive, intransitive, ditransitive Verben, je nachdem, wie viele und welche Argumente sie erwarten. Deswegen findet man oft auch Texte, gerade in Computerlinguistik, bei denen Argumentstruktur von Verben als Subkategorisierung bezeichnet wird. Also man redet statt von Argumenten oder Argumentrahmen, dann auch von Subcategorization Frames. Aber eigentlich ist Subkategorisierung der allgemeine Begriff für den Teil in Unterkategorien und diese Argumentstruktur von Verben eigentlich nur ein Spezialfall des Ganzen. So, und hier ist mal eine Liste von solchen möglichen Argumentstrukturen, die ist bei weitem nicht vollständig. Wenn man systematischer die Sprache anschaut, findet man noch viele weitere mögliche Argumentrahmen. Also wir haben intransitive Verben wie Peter left, die nur das Subjekt als Argument haben, also den Handelnden. Wir haben transitive Verben wie Mary read the book, die neben dem Subjekt, dem Handelnden, auch noch ein betroffenes Ding, also ein Patiens, erwarten, das normalerweise als direktes Subjekt realisiert. Die transitive Verben, die zusätzlich zu Agens und Patiens dann auch noch einen Empfänger der Aktion haben, in dem Fall Peter, der das Buch bekommt. Das dann normalerweise syntaktisch als indirektes Objekt realisiert wird. Das sind sozusagen die gängigen, die man ja aus dem Wörterbuch, wo meistens zwischen transitiven, intransitiven und ditransitiven Verben unterschieden wird, kennt. Es gibt aber auch noch andere Argumentstrukturen. Es gibt Verben, die ein direktes Objekt und zusätzlich eine Propositionalphrase erwarten, meistens eine Zeit- oder Ortsangabe. Also Peter put the book macht eigentlich keinen Sinn, wenn nicht dazu gesagt wird, wo er das Buch hin tut. Also er wird da normalerweise eine Ortsangabe erwartet, die meistens als Präpositionalphrase realisiert ist. Es gibt Verben, die ein satzförmiges Komplement benötigen, Paul says, oder eben in einer ihrer Lesarten benötigen, Paul says that so und so. Also hier ist das Komplement von das zweite Argument von dem Verb, ein kompletter Nebensatz. CP steht übrigens für Complementizer Phrase, also that wird als Complementizer, Komplementierer betrachtet, der aus dem Satz, der einen Nebensatz erzeugt, der dann hier als Komplement eingebettet werden kann. Dann gibt es auch noch welche, die transitive Verben, die als zweites Objekt eine Verbphrase nehmen, sozusagen noch eine Handlung mit ausdrücken und so weiter. Und die Liste geht also noch viel weiter. Wir beschränken uns jetzt mal auf die einfachsten Fälle, intransitive, transitive und ditransitive Verben. Die anderen sind natürlich ganz analog zu behandeln. Es bietet sich jetzt an, eben genau diese Unterkategorie, also die Subkategorisierung genau so zu machen, wie es schon sprachwissenschaftlich aufgeschlüsselt wurde gerade. Statt eine Kategorie Verb zu haben, haben wir jetzt eben Kategorien intransitives Verb, transitives Verb, ditransitives Verb und so weiter.
Das bedeutet, wir müssen die Lexikoneinträge jetzt natürlich auch aufteilen. Wir haben separate Lexikoneinträge für die Kategorien. Also intransitive Verben sind sleep, walk, run, leave. Transitive sind read, write, see, eat, leave und so weiter. Wie Sie hier schon sehen, manche Verben kommen in mehreren Kategorien vor. Also sehr oft ist es möglich, ein Verb in verschiedenen Lesarten oder in verschiedenen hat ein Verb verschiedene Verwendungen, kann sowohl transitiv als auch intransitiv verwendet werden. In dem Fall muss es natürlich in allen relevanten Kategorien mit aufgeführt werden. Also man sieht schon hier, etwas unangenehm ist, dass wir viele Duplikate in unseren Lexikon-Einträgen, viele Mehrfacheinträge kriegen werden. Und hier ist es auch sehr naheliegend, wie das dann in der Phrasenstruktur umgesetzt wird. Statt jetzt eine Gruppe von Regeln zu haben, die einfach sagen, eine Verbphrase besteht aus Verb und dann optional Objekten, habe ich jetzt eben für je nach Kategorie des Verbs, bei intransitiven Verben kein Objekt, bei transitiven ein direktes Objekt, bei detransitiv zwei Objekte und so weiter. Schön dran ist auch, dass wir die englische Dativalternation so elegant abbilden können. Im Englischen können wir das indirekte Objekt ja eben nicht nur als eine Nominalphrase, sondern auch als Präpositionalphrase auf to bilden. Also statt Peter gave Mary the book, können wir auch sagen Peter gave the book to Mary. Da haben wir sowohl die Umstellung als auch die Transformation von der Nominalphrase in eine Präpositionalphrase. Da können wir einfach hier für die transitive Verben die zwei alternativen Regeln vorsehen. Also das scheint sich recht gut schon mal in der kontextfreien Grammatik abbilden zu lassen. Gut, nachdem wir jetzt das Prinzip von solchen Subkategorisierungsmethoden verstanden haben, schauen wir uns mal an, wie das für Kongruenzphänomene funktioniert. Also Subjekt-Verb kommen bei uns im Englischen, ist ja bezüglich Numerus und Person, wie schon gesagt. Also wir haben Singular und Plural, wir haben drei Personen und Subjekt und Verb müssen in Bezug auf beide Merkmale übereinstimmen. Man könnte es hier natürlich auch wieder vereinfachen und sagen, weil im Englischen ist ja im Verb nur die dritte Person Singular markiert. Also das ist die einzige Form, bei der die Verbform abweicht von der Stammform. Und könnte es damit reduzieren, dass man sozusagen nur das erkennt. Aber es ist natürlich sinnvoller, das Ganze gleich systematisch zu machen. In den meisten anderen Sprachen benötigen wir das ja auch. Also Englisch ist eine Sprache mit einer extrem schwach ausgeprägten Morphologie. Wenn wir Deutsch oder Französisch oder Spanisch oder so eine Sprache unterstützen wollen, dann müssen wir wesentlich systematische morphologische die Kongruenz behandeln. Also wollen wir das gleich systematisch behandeln. Das heißt, was wir machen müssen, also was wir, ich habe ja vorhin schon gesagt, was wir brauchen, ist eine Unterscheidung bei Nominalphrasen und Verbphrasen, ob die Singular und Plural sind, ob die erste, zweite oder dritte Person sind. Das bedeutet aber, wir müssen jetzt für jede Kombination, da wir ja nur eine Variable zur Verfügung haben, kann ich das auch nicht separat kodieren. Ich kann nicht einmal Numerus und einmal Person kodieren, sondern ich muss alles in die Variable packen. Ich muss also die Kategorie Nominalphrase in 6 Konstituentenkategorien unterteilen für jede Kombination der beiden Merkmalsausprägungen. Also erste Person Singular, zweite Singular, dritte Singular, erste Plural, zweite Plural, dritte Plural. Und dasselbe natürlich auch für Verben und für die Verbphrasen. Das heißt, wir haben hier bei den Verben, also bei der Subkategorisierung, bei den Argumentstruktur von Verben, was sie noch recht naheliegend, da haben wir dann eine relativ beschaubare Anzahl von Kategorien und eigentlich immer eine spezialisierte Regel für jede Kategorie. Hier lädt sich unsere Grammatik schon mal auf, indem jede der relevanten Kategorien Variablen versechsfacht wird. So. Schauen wir uns kurz am Beispiel an, wie diese Subkategorisierung jetzt dazu führen soll, dass wir keine falschen Analysen mehr kriegen. Also hier zum Beispiel, a fish swim würde hier akzeptiert in unserer Ausgangsgrammatik, weil es eben die korrekte Struktur Nominalphrase plus intransitives Verb hat. Um sicherzustellen, dass sie nicht mehr akzeptiert wird, muss ich eben jetzt hier die Nominalphrase nach Singular und Plural, nach Personen und Numerus subkategorisieren und dasselbe für die Verbphrase machen. Hier bekomme ich die Information von Verb, das heißt Verb und Verbphrase bekommen beide die Information. Bei der Nominalphrase kann ich es mir noch ein bisschen vereinfachen, denn die Person, dass es dritte Person ist, das ist ja implizit darin, dass es sich um eine vollständige Nominalphrase handelt. Erste und zweite Person kann ich nur über ein Pronomen realisieren.
Das heißt, ich brauche auf Ebene der Bestandteile der Nominalphrase beim Artikel und beim Substantiv nicht mehr die Person, dritte Person zu kodieren, sondern nur noch die Unterscheidung Singular und Plural. Deswegen habe ich hier nur Artikel und Substantiv Singular und Plural die Möglichkeiten. Auch hier ist wieder sichergestellt, dass ich natürlich einen Singular-Artikel nur mit dem Singular-Substantiv kombinieren kann und die Nominalphrase fügt dann die Informationen hinzu, dass es sich um die dritte Person handelt. Und jetzt kann ich sicherstellen, dass eine Nominalphrase in dritter Person Singular nur mit einer Verbphrase in dritter Person Singular kombiniert werden kann. Ich habe das Beispiel auch so gewählt, weil man dann nochmal sieht, es würde nicht genügen, hier einfach Subjekt, Substantiv und Verb anzuschauen, denn Fisch hat ja in Plural und Singular die gleiche Form. Das heißt, hier kriegen wir die Information, dass es Singular ist, erst vom Artikel als auf Ebene der ganzen Nominalphrase. So. Die Grammatik, die jetzt diese Strukturen implementiert, sieht so aus. Die schauen wir uns jetzt mal ein bisschen in Ruhe an. Die wird nämlich schon relativ komplex. Also, das erste ist ja klar, wir ersetzen jetzt die Regel, Satz besteht aus Subjekt, Nominalphrase und Verbphrase durch eine Liste von 6 Regeln für jede mögliche Kombination von Numerus und Person, wobei immer die passende Nominalphrase mit der passenden Verbphrase kombiniert wird. Jetzt muss ich alle Regeln, die ich für Verbphrasen und für Nominalphrasen habe, natürlich auch vervielfachen. Also ich die Variable NP und die Variable VP existiert jetzt nicht mehr. Das heißt, ich kann keine Regel, selbst wenn ich das jetzt nicht anderweitig bräuchte, diese Regel macht keinen Sinn, die ist nicht mehr zugreifbar, weil die vom Satzknoten aus, von der Wurzel des Baumes, gar nicht mehr zu einem NP kommen kann, sondern nur noch zur NP1 Singular, NP2 Singular und so weiter. Das heißt, ich muss sozusagen als kaskadierenden Effekt auf jede dieser Regeln vervielfachen. Bei der Verbphrase bedeutet das, ich muss eben diese ganzen möglichen Komplementregeln, ich habe jetzt hier mal die Argumentstruktur weggelassen, also gehe von unserer ersten Grammatik aus, die das nicht überprüft, muss eben hier alle 3 möglichen Regeln jeweils versechsfachen wieder, wobei hier einfach diese Numerus und Person natürlich bei Verbphrase und bei der Verbform identisch sind, bei dem geteilten Verb identisch sind, und ich beliebige Objekte annehmen kann. Wenn ich Präpositionalphrasen habe, dann brauche ich natürlich auch wieder, kann ich nicht auf die allgemeine Regel VP geht zu VP PP zurückgreifen, weil die Kategorie VP nicht mehr existiert, sondern ich muss es für jede Numerus-Personen-Kombination wieder eine separate Regel machen. Also auch hier diese Regel wird versechsfacht, jede dieser Regeln wird versechsfacht. Und dasselbe gilt für die Nominalphrasenregeln. Wobei hier auch wieder nur die dritte Person, also hier habe ich nur dritte Person, da ich erste und zweite Person nur direkt als Pronomen realisieren kann, ist es hier schon ein bisschen eingeschränkt. Aber auch da habe ich natürlich durch die optionalen Elemente wieder viele Regeln, die hier verdoppelt werden müssen. Das Ganze ist jetzt aber nicht nur ein Nebeneffekt, also sozusagen ein unangenehmer Nebeneffekt, dadurch, dass ich durch die Aufspaltung die Regeln verdoppeln muss, sondern ich kann auf diese Verdoppelung nicht verzichten, weil ich ja die Information, ob Singular oder Plural ist hier zum Beispiel, die habe ich ja nur auf der Ebene der Terminale, der Wörter, die muss ich irgendwie hochreichen, wie vorher schon gesagt, Information kann in den Baum nur nach oben gelangen, indem sie in Variablen kodiert wird. Deswegen brauche ich separate Regeln, um eben die Information, ob es hier Singular oder Plural ist, nicht zu verlieren und habe zugleich dann auch schon den Kongruenzabgleich innerhalb der Nominalphrase. Und was ich schließlich noch machen muss, ist die ganzen Lexikon-Einträge aufzuspalten, die Verben nach allen 6 Kombinationen aufzuspalten. Hier kriege ich natürlich massiv mehrfach Einträge, weil ich erste Person Singular, zweite Singular und alle Plural Formen ja identisch sind, würde ich jeweils die gleichen Wortformen hier auflisten müssen für jede Kategorie und dann abweichen eben die dritte Person Singular. Hier haben wir die Pronomina, die eben die erste und zweite Person bilden können. Das ist einfach, da gebe ich ja direkt an, für jede Form der Nominalphrase entsprechenden Pronomina. Und schließlich die Aufteilung der Substantive und Artikel in Singular und Plural. Wie Sie sehen, habe ich es bei den Adjektiven nicht
vorgenommen. Die sind nämlich im Englischen invariant, die unterscheiden nicht zwischen Singular und Plural. Das macht es hier ein bisschen einfacher. Auch hier sehen Sie wieder, manche Artikel wie the können natürlich sowohl für eine Singular- als auch für eine Pluralform stehen, müssen hier wieder in beiden Kategorien aufgelistet werden. Also das ist was, das ist übrigens was, was man oft als Unterspezifikation bezeichnet. Artikel sind unterspezifiziert nach, also der definite Artikel the ist unterspezifiziert nach Numerus, weil er eben nicht festlegt, ob Singular oder Plural ist. Andere Artikel wie her oder an, die sind natürlich spezifiziert, die können nur im Singular stehen. Das Ganze müsste jetzt natürlich eigentlich noch mit den Subkategorisierungsrahmen, also den Argumentstruktur von Verben, kombiniert werden. Und da kriegen wir dann eine sogenannte kombinatorische Explosion. Also werden jetzt schon die Unterteilung in 6 Subkategorien für die 6 möglichen Numerus-Personen-Kombinationen. Hinzu kommen aber jetzt, ich kann natürlich jeden Numerus und jede Person mit jeder Art von Argumentstruktur kombinieren. Das heißt, ich habe also hier bei den Verben nochmal separate Regeln für Intransitive, Transitive, Ditransitive und so weiter. Also sowas führt dazu, wenn wir also verschiedene Phänomene alle mit Subkategorisierung behandeln, multipliziert sich die Anzahl der Kategorien immer. Und das kann dazu führen, dass wir eben nicht nur 6 oder so haben, sondern vielleicht auch 20 oder 40 oder sogar 100 Subkategorien von einer syntaktischen Kategorie bekommen. Unterspezifikation hatte ich ja gerade schon genannt. Das äußert sich meistens in sehr stark redundanten Lexikon-Einträgen, dass ich eben für 5 von den 6 Verbkategorien genau dieselben Verbformen bekomme. Und wenn man es genau nimmt, eben tatsächlich nicht nur für diese 5 Kategorien, sondern wenn ich es mit Argumentstruktur kombiniere, dann eben auch noch mit den allen. Also für ein Verb, das sowohl transitiv, intransitiv und ditransitiv sein kann, hätte ich hier Einträge in 15 Kategorien, wo das Verb überall in der gleichen Form aufgelistet wird. Also diese hochgradige Unterspezifikation, die führt dazu, dass wir ein sehr redundantes Lexikon bekommen. So. Wenn wir jetzt nicht im Englischen arbeiten, sondern uns eine anständige Sprache wie Deutsch anschauen, dann wird das Kongruenzproblem viel komplexer. Im Englischen haben wir in der Nominalphrase ja nur eine Numerus-Kongruenz, also Singular oder Plural zwischen Artikel und Substantiv. Im Deutschen haben wir Kongruenz zwischen Artikel, Adjektiv und Substantiv in der Nominalphrase und eben nicht nur bezüglich Numerus, sondern auch bezüglich Kasus mit 4 Fällen oder Geschlecht mit 3 möglichen Geschlechtern. Wenn wir, wie gesagt, das können wir auch wieder nur dadurch behandeln, dass wir subkategorisieren, dass wir also die Nominalphrasenkategorie unterteilen in alle möglichen Kombinationen, nominativ singular maskulin, genitiv singular maskulin und so weiter. Also wir müssen alle möglichen Kombinationen dieser Merkmalsausprägungen bilden, was uns 24 Subkategorien, also 4 mal 2 mal 3, 24 Subkategorien. Also das ist schon mal, können Sie sich vorstellen, das ist ein Problem. Sie müssen statt einer Regel immer 24 Regeln hinschreiben. Diese Grammatik wird unhandlich werden. Zweites Problem, wir haben sehr viel Synkretismus, viel stärkeren Synkretismus natürlich noch als im Englischen. Teilweise recht unsystematisch, teilweise aber auch hochsystematisch. Zum Beispiel bei weiblichen Substantiven ist es oft so, dass keine Unterscheidung des Kasus oder keine Kasus, an der Oberfläche keine Kasusmarkierung vorhanden ist. Das heißt, dass ich für alle 4 Kasus im Singular die gleiche Form habe, Blume, und im Plural die gleiche Form, Blume. Also ich muss, das heißt, ich muss Blume in 4 Kategorien aufführen als Substantiv, Singular, Singular, Feminin, Nominativ, Singular, Feminin, Genitiv, Singular, Feminin, Dativ, Singular, Feminin, Akkusativ, obwohl hier eigentlich im Wesentlichen diese Kasusinformation fehlt. Es gibt aber keine Möglichkeit, das zu behandeln. Ich kann nicht einmal eine Kategorie haben ohne die Kasusunterscheidung, einmal mit. Die würden in der Grammatik einfach nicht mehr zusammenpassen. Und wenn ich das Ganze noch, also das ist jetzt nur für die Kongruenz innerhalb der Nominalphrase. Im Deutschen habe ich wie im Englischen natürlich auch die Subjekt-Verb-Kongruenz bezüglich Numerus und Person. Das heißt, ich brauche auch noch die Personeninformation. Ich muss
Deswegen muss ich die Nominalphrase noch weiter subkategorisieren nach erster, zweiter und dritter Person. Also multipliziert sich die Anzahl der Unterkategorien nochmal mit 3. Ich habe insgesamt 72 Nominalphrasenkategorien, wenn ich in dieser Weise Konkurrenz im Deutschen behandeln will. Das ist möglich, also man kann die Grammatik schreiben. Ich habe so eine Grammatik auch schon mal geschrieben, mit viel Copy and Paste und guten Editor geht sowas. Und damit kann man auch analysieren, aber es ist wirklich, wie Sie sehen, es wird sehr unübersichtlich. Und schließlich wäre dann noch die Sache mit der freien Wortstellung, dass ich eben Subjekt, direktes und indirektes Objekt mehr oder weniger in beliebiger Reihenfolge im Deutschen aufführen könnte. Deswegen kann ich nicht mehr einfach diese NP-VP-Struktur haben und sagen, NP ist immer das Subjekt und dann kommt eine Verbphrase. Eigentlich muss ich sagen, ja, ich habe eine Nominativ-Nominalphrase, das ist das Subjekt, Akkusativ-Nominalphrase, das ist das direkte Objekt, und eine Dativ-Nominalphrase, das ist das indirekte Objekt beim ditransitiven Verb. Die können aber in einer beliebigen Reihenfolge kommen. Die kontextfreie Grammatik hat keinen Begriff einer beliebigen Reihenfolge. Auf der rechten Seite der Regel stehen ja immer die Teilkonstituenten in einer genau spezifizierten Reihenfolge. Und wenn wir das nach dem üblichen Modell machen wollen, also Nominalphrase plus Verbphrase, dann muss ich Ihnen hier drei Möglichkeiten vor sein. Einmal mit der Nominalphrase Nominativ, das ist Subjekt, mit dem direkten Objekt vorne oder mit dem indirekten Objekt vorne. So. Wenn ich hier vorne, sagen wir mal, das direkte Objekt vorne habe, dann muss natürlich nach dem Verb noch das Subjekt und das indirekte Objekt kommen. Wenn ich vorne das Subjekt habe, dann muss das direkte und indirekte Objekt kommen. Das heißt, ich kann nicht hier einfach Verbphrase haben, sondern die Verbphrase muss sich irgendwie merken, was hier stand und was dann noch innerhalb der Verbphrase kommen muss an weiteren Objekten. Wieder aufgrund der Kontextfreiheit kann die Regel nicht irgendwie tiefer schauen. Das heißt, ich muss diese Information in der Variable, in der Kategorie kodieren. Habe dann also für die verschiedenen Möglichkeiten jeweils wieder, also statt hier einmal S geht zu NPVP. Ich schreibe es vielleicht nochmal hin, damit es schon sieht. Im Englischen war das ja einfach, da hatte ich die Regel, Satz besteht aus Subjekt und Verbphrase. Und Verbphrase beim ditransitiven Verb aus Verb und zwei Nominalphrasen. Statt diesen zwei Regeln habe ich jetzt drei Regeln für S auf der linken Seite und insgesamt 6 Regeln für die Verbphrase auf der linken Seite. Und das ist nur für den ditransitiven Fall hier, ja. Weil ich mir eben jeweils merken muss, was noch kommen muss und dafür auch wieder beide Reihenfolgen. Und Sie sehen, das ist ja, es ist machbar, das aufzuschreiben, aber natürlich kann es ganz leicht passieren, dass Sie da mal beim Copy and Paste einen Fehler machen und eins falsch schreiben oder vergessen, die Reihenfolge zu vertauschen und so weiter. Also das ist extrem fehleranfällig und unübersichtlich, so eine Grammatik. Und es ist irgendwie doch auch sehr unelegant. Also ich habe ja am Anfang was gesagt, eine kontextfreie Grammatik kann adäquat die Struktur natürlicher Sprache wiedergeben, Syntax natürlicher Sprache wiedergeben. Ich glaube, wir sind uns doch einig, das ist keine adäquate Wiedergabe einer freien Satzstellung. Das ist ein Kunstgriff, um eine freie Satzstellung mit der kontextfreien Grammatik repräsentieren zu können, aber es sagt nicht wirklich adäquat das, was tatsächlich der Fall ist, nämlich, dass im Deutschen eben Subjekt, direktes Objekt und indirektes Objekt in mehr oder weniger beliebige Reihenfolge kommen können, dass aber genau eine dieser Konstituenten vor dem Verb stehen muss im Matrixsatz. Und wenn wir uns daran erinnern, dass wir eigentlich hier ja noch Kongruenzphänomene zu berücksichtigen haben, also neben dem Kasus, den wir für die Satzstellung, für die Argumentstruktur brauchen, auch noch Numerus, Genus und Person, dann kriegen wir wieder diese kombinatorische Expression und müssen hier statt 3 Regeln 72 Regeln hinschreiben. Also Fazit, kurz gesagt, wäre, es ist eigentlich keine gute Lösung. Hier einfach nur nochmal diese Kernprobleme zusammengefasst. So, also trotzdem, wenn Sie mit kontextfreien Grammatik arbeiten, als Computerlinguist werden Sie oft auch mit kontextfreien Grammatiken arbeiten, weil die effizient sind, weil die sehr leicht zu entwickeln sind, sehr leicht zu implementieren sind. Da haben Sie jetzt gesehen, wie man gewisse Phänomene auch damit, also das sozusagen die Tricks des Grammar Engineering bei kontextfreien Grammatik, haben Sie jetzt ein bisschen gesehen. Aber
Es ist eben keine adäquate Repräsentation und auch nichts, was wirklich skaliert, was sie zu einer sehr komplexen Grammatik ausbauen können. Ich glaube, wir haben auch gesehen, wo das Kann-Problem liegt. Im Wesentlichen müssen wir ja zu diesen syntaktischen Kategorien zusätzliche Informationen transportieren. Zum Beispiel die morphologischen Merkmale, die für die Kongruenzphänomene erforderlich sind, können das aber nur durch Subkategorisierung erreichen. Das heißt, das Kernproblem ist, dass wir die Subkategorisierung brauchen. Was wir also, wenn wir jetzt nach einem besseren Grammatikformalismus suchen, dann müssen wir es irgendwie schaffen, die verschiedenen Merkmale, die hier drinstecken, die in unseren komplexen Kategorien drinstecken, auseinanderzuziehen und separat repräsentieren zu können. Wir werden jetzt in der nächsten halben Stunde noch die ersten Schritte auf diesem Weg gehen, also uns langsam rantasten und nächste Woche dann den vollständigen Grammatikformalismus, die sogenannten Merkmalsgrammatiken oder Feature Unification Grammars entwickeln. So. Als ersten Schritt, also die Grundidee dürfte jetzt schon klar sein, wir wollen unsere atomaren, unsere undurchsichtigen oder unsere abstrakten Kategorien in Bündel aus Einzelmerkmalen zerlegen, sind von Einzelmerkmalen zu legen. Also um jetzt mal das als Beispiel Deutsch zu nehmen, um die Nominalphrase dem Mann wurde in unserer subkategorisierten kontextfreien Grammatik zum Beispiel durch die Variable NP Dativ Singular Maskulin dritte Person repräsentiert. Wie gesagt, das ist ein arbiträres Symbol, enthält aber natürlich separate Informationen, nämlich einmal die syntaktische Kategorie, also das ist die Hauptkategorie Nominalphrase, dann Kongruenzinformationen, Dativ, Singular, Maskulin, dritte Person und im Fall einer verbalen Kategorie hätten wir dann auch noch Informationen über die Argumentstruktur, also ob das Verb transitiv, intransitiv oder ditransitiv ist, was bei der Nominalphrase hier wegfällt. So, und die Idee, was wir jetzt versuchen, ist, solche Symbole zu ersetzen durch ein Bündel aus den Einzelmerkmalen, was wir zum Beispiel so aufschreiben können. Also statt hier einfach ein atomares Symbol zu haben, schreibe ich jetzt ein Bündel aus Merkmalen, die bestehen jeweils aus dem Merkmalsnamen, also zum Beispiel Category für die syntaktische Kategorie und einem Merkmalswert, das wird auch als Merkmalsausprägung bezeichnet, das wäre hier Nominalphrase NP. Entsprechend gibt es dann die Kongruenzmerkmale im Deutschen Kasus, Numerus, Genus und Person mit den entsprechenden Merkmalswerten. Dass die Notation hier so aussieht, das ist eine gebräuchliche Konvention für solche Merkmalsbündel. Also ein Aspekt der Konvention ist, dass die Merkmalsausprägungen in Kleinbuchstaben geschrieben werden. Deswegen habe ich hier NP in Kleinbuchstaben, nicht wie üblich in Großbuchstaben geschrieben. Eine andere Konvention ist, dass man das Bündel durch solche eckigen Klammern kennzeichnet. Also die eckigen Klammern heißen, hier ist ein Bündel von Merkmalen. Und außerdem haben wir hier, das ist eigentlich nicht nötig, also eigentlich habe ich hier ein Bündel aus 5 gleichberechtigten Merkmalen. Ich wollte aber der Übersichtlichkeit halber zeigen, dass es sich bei diesen 4 Merkmalen um Kongruenzinformationen handelt. Deswegen habe ich die nochmal als so ein Unterbündel von Agreement-Merkmalen geschrieben. Aber eigentlich können Sie sich vorstellen, das ist nur eine Notation. Eigentlich könnte ich hier auch schreiben Agreement Case, Agreement Number, Agreement Gender, Agreement Person. Also einfach das Agreement als Präfix für die jeweiligen Merkmalszahlen nehmen. Und dann können Sie sich das hier als eine Art Kurznotation vorstellen, die diese Präfixe zusammenfasst und alles, was drunter ist, einfach durch Klammern nochmal zusammenfasst. Das also sehen wir im Moment mal nur als eine Gruppierung. Nächste Woche werden wir das dann tatsächlich als Struktur umdeuten. So. Gut. Also, das müssen wir jetzt für unsere gesamte Grammatik machen, also sowohl bei den Lexikoneinträgen als auch bei den Phrasenstrukturregeln. Schauen wir uns mal an, wie das aussehen würde, an ein paar Beispielen. Also zum Beispiel haben wir einen Lexikoneintrag, eine Nominalphrase, das ist jetzt wieder für Englisch, das übersichtliche Zahl, Nominalphrase, Nominativ, Singular, dritte Person, könnte als Pronomen ausgedrückt werden durch die Pronomina he, she oder it. Die Oberflächenform hier bleibt natürlich gleich. Also wir schreiben jetzt die gleiche Regel auf, ersetzen nur jeweils diese subkategorisierte Variable der kontextfreien Grammatik durch ein entsprechendes Merkmalsbündel. Also hier ein Bündel, das
als Kategorie NP hat und dann drei Konkurrenzmerkmale Case, Number, Person mit den entsprechenden Werten. Das Wesentliche wird natürlich sein, dass wir in den Merkmalsbündeln jetzt auf einzelne Werte zugreifen können, um irgendwelche Bedingungen zu stellen, um Einschränkungen zu machen und nicht mehr nur Einschränkungen machen können, indem ich alle explizit alle möglichen Variablen, die diesen Wert haben, auflisten. Also das ist der wesentliche Schritt von der kontextfreien Grammatik, die hier atomare Symbole hat, wo ich einfach alle möglichen Symbole, die die gleiche Bedeutung haben, den gleichen Merkmalswert haben, auflisten muss, zu einem Merkmalsbündel, bei dem ich auf einzelne Merkmale unabhängig von allen anderen Merkmalen zugreifen kann. An der Stelle nutzen wir das aber noch gar nicht. Also hier mache ich erstmal wirklich in kontextfreien Regeln eine Übersetzung, eine direkte Übersetzung von dieser Variablenbezeichnung, von dieser Kategorie zu den Merkmalsbündeln, das eigentlich damit gemeint war. Analog für die Verben, hier habe ich ein Verb, dritte Person Singular Transitiv. Da sehen wir nochmal einen Fall, wo ich eben neben den Konkurrenzmerkmalen auch noch dieses Argumentstrukturmerkmal habe, was hier einfach erstmal eine Kategorie kodiert ist. Wir werden nächste Woche sehen, das kann man auch anders machen, vielleicht eleganter, dass ich hier nicht einfach nur arbiträr, das ist ja auch wieder ein Symbol, transitiv, intransitiv. Da werden wir nächste Woche sehen, dass man es auch anders machen kann. Hier sehen Sie, es ist traditionell, dass dieses Merkmal Subcat genannt wird. Also wie ich schon gesagt habe, Subkategorisierung wird oft auf die Argumentstruktur von Verben bezogen, obwohl es eigentlich ein abstrakter Vorgang ist, ein abstrakter Prozess. Also ich denke, soweit ist klar, das ist wirklich eine Ersetzung. Interessanter wird es bei den Phrasenstrukturregeln. Konzentrieren Sie sich jetzt mal auf den fettgedruckten Teil. Ich habe hier nur mal zur Erinnerung hingeschrieben, dass ich natürlich hier nicht nur die eine Regel für Subjekt und Verb habe, NP und VP, sondern, also nominativ muss es natürlich immer sein, wenn ich eine Kasusmarkierung hier auch habe, aber ich muss praktisch diese sechs Regeln schreiben für jede mögliche Kombination aus Person und Numerus. Wenn ich die Regel mal übersetze, dann werde ich jetzt natürlich was haben, wo links von Pfeil auf der linken Seite ein Merkmalsbündel steht und auf der rechten Seite eine Folge von zwei Merkmalsbündeln. Kurz zurückdenken, kontextfreie Grammatik. So eine nicht-terminale Variable steht ja immer für eine syntaktische Konstituente und der Name gibt den Typ der Konstituente an. Das heißt, auch wenn wir es in Merkmalsbündel übersetzen, dann ist es so, dass jedes Merkmalsbündel für eine Konstituente steht. Und die einzelnen Merkmale in dem Bündel, die geben Eigenschaften dieser Konstituente an. Die einzige Frage, die vielleicht noch sich stellen könnte, ist, was machen wir eigentlich mit diesem S auf der linken Seite, was überhaupt keine weiteren Merkmale hat? Na, dann habe ich halt ein Merkmalsbündel, das nur die Hauptkategorie enthält, also das nur aus diesem Category besteht. Ab hier werde ich jetzt auch die Merkmalsnamen noch ein bisschen weiter abkürzen. Agreement zu Agar, Category zu Cat und so weiter, damit das Ganze noch unterzubringen ist. Die Merkmalsnamen sind natürlich jetzt völlig arbiträr, auch die kann ich beliebig vergeben. So, also auf der linken Seite steht einfach eine Konstituente vom Typ S. Hier habe ich Nominalphrase, Konstituent-Nominalphrase mit dieser Kongruenzinformation. Hier habe ich dann die Verbphrase mit dieser Kongruenzinformation. Aus den sechs Regeln hier oben werden natürlich auch wieder sechs Regeln. Also eigentlich wird das Ganze nur noch ein bisschen unhandlicher, weil ich statt solcher symbolischen, kompakten Schreibweise dann irgendwie diese ganzen Klammerstrukturen da oder diese komischen Merkmalsbündel aufschreiben muss. Hier unten die Regel für Verben. Also hier würde ich zum Beispiel nach der Argumentstruktur unterscheiden. Beim transitiven Verb habe ich eben Regeln mit einem direkten Objekt, mit dem Akkusativobjekt. Beim intransitiven Verb hätte ich nur VP geht zu V. Muss das aber natürlich wieder für alle Numerus-Personen-Kombinationen duplizieren. Also habe ich in jedem Fall sechs Kopien der Regel. Hier werden es dann sogar noch ein bisschen mehr werden. Da gehen wir gleich drauf ein. So, das ist die Übertragung. Also das ist wieder eine direkte Übersetzung, nur hier gibt zusätzlich zu den Kongruenzmerkmalen noch das Argumentstrukturmerkmal. Damit habe ich jetzt, ja wie schon gesagt, überhaupt nichts gewonnen. Sehen Sie einen Weg, wie ich jetzt, oder haben Sie eine Idee, wie man diese Merkmalsbündel jetzt nutzen könnte, um unsere Grammatik einfacher zu schreiben?
oder die Intention deutlich zu machen, dass wir uns das oben nochmal anschauen. Wir haben jetzt 6 Regeln für jede Kombination aus Numerus und Personen. Und es ist vielleicht so offensichtlich auch, also wenn Sie sich die nebeneinander schauen, im Prinzip habe ich ja hier 6 Regeln stehen, bei denen sich jeweils Numerus und Personen ändern. Das Wesentliche ist, dass hier und hier Numerus und Personen gleich sein müssen. Das stellt die Subjektwertkongruenz sicher. Das heißt, ich könnte, wenn ich eben, das muss ich jetzt die Notation oder dafür müssen wir den Formalismus jetzt noch entwickeln. Was ich möchte, ist eigentlich hier statt einem konkreten Wert eine Variable x oder y reinschreiben zu können. Und wenn die Variable mehrfach vorkommt, soll das hier heißen, dass hier und hier natürlich der gleiche Wert stehen müssen. Also mit solchen Variablen in der Regel könnte ich die 6 Regeln tatsächlich in eine Regel zusammenfassen. Und was viel wichtiger eigentlich noch ist als diese kleinere Grammatik, ist das, dass die Intention hier Kongruenz abzubilden wieder deutlich wird. Also dass es sich hier um Kongruenz handelt, das muss man sich eigentlich erst erschließen. Da muss man erstmal die ganze Regeln lesen und dann erkennen, dass hier eigentlich alle Numerus-Personen-Kombinationen durchgespielt werden und die übereinstimmen müssen, dass das eine Kongruenzregel ist. Hier ist es völlig explizit, dass diese Regel besagt, ich kann Subjekt und Verb kombinieren, wenn sie in Numerus und Person übereinstimmen. So, dasselbe passiert hier unten natürlich auch. In dem Fall ist es keine Kongruenz, sondern einfach das Weiterreichen der Numerus- und Personeninformationen vom Verb zur Verbphrase, was ich natürlich bei der kontextfreien Grammatik natürlich erreichen konnte, dass ich eben für jede Kombination eine eigene Regel aufschreibe. Die könnte ich jetzt wieder so schreiben, dass ich auch hier so eine Übereinstimmung mache. In dem Fall steht aber die eine Kopie der Variablen auf der linken Seite der Regel und die andere auf der rechten. Und in dem Fall ist es eben nicht eine Kongruenzabprüfung, sondern es sagt einfach aus, die Information wird von der unteren, von dem Kindknoten zu dem Elternknoten hochgereicht dadurch. Also sichergestellt, dass Kind und Elternknoten die gleichen Werte haben. Klar soweit? So, jetzt war noch eine andere Sache, wie ich versprochen habe. Deswegen habe ich hier nicht eine andere Numerus-Personen-Kombination gewählt. Was ich hier habe, also eigentlich kann hier eine beliebige, das Objekt kann ja eine beliebige Nominalphrase im Akkusativ sein. Es ist egal, ob die Singular oder Plural ist oder so, da gibt es keine Einschränkungen, es muss nur Akkusativ sein. In meiner kontextfreien Grammatik habe ich aber mal wieder die Kategorie NP Akkusativ nicht, weil ich ja die ganzen anderen Unterteilungen hier auch gebraucht habe, also nach Numerus und Personen. Das heißt, ich kann es nur dadurch lösen, dass ich hier tatsächlich 6 einzelne Regeln schreibe, also für dritte Person Singular Verb 6 Regeln schreibe, mit der Nominalphrase Akkusativ erste Person Singular, zweite Person Singular, dritte Person Singular, erste Person Plural, zweite Person Plural, dritte Person Plural. Das heißt, insgesamt stehen hier eigentlich 36 Regeln, wenn ich 6 Numerus-Personen-Kombinationen für Verb mal die 6 möglichen Kombinationen für die Nominalphrase, die ja auch nicht miteinander zusammenhängen. Also ich muss tatsächlich alle 36 Möglichkeiten hier durchspielen. Gut. Das kann ich jetzt nicht durch solche Variablen, durch eine Art Kongruenz mit Variablen ausdrücken, sondern eigentlich will ich sagen, also was das bedeutet, ist hier nicht, dass die irgendwie übereinstimmen müssen, sondern das Wesentliche ist, dass die beiden Merkmale irgendwie vorhanden sein müssen. Die gibt es natürlich in der Nominalphrase, aber sie sind unerheblich. Also eigentlich die beiden Werte sind völlig beliebig. In jedem Fall wird die Struktur akzeptiert. Und das könnte ich jetzt, das ist eine reine Ad-Hoc-Annotation, könnte ich zum Beispiel dadurch ausdrücken, dass ich hier Fragezeichen reinschreibe. Das soll dafür stehen, diese Werte sind beliebig. So, und das ist genau das, wie wir die Grammatik formulieren wollen. Das ist jetzt noch kein gescheiter Grammatikformalismus, aber das ist der Grundgedanke. Wir wollen also solche Korrespondenzen haben zwischen einzelnen Merkmaßwerten in verschiedenen Konstituenten. Damit können wir Kongruenzen modellieren, damit können wir Informationen in höhere Ebenen der Grammatik, also in höhere Ebenen des Ableitungsbaumes, hochreichen, um sie dort dann innerhalb einer, also auch hier, was dieser Ansatz immer noch von den kontextfreien Grammatik hat, ist, dass wir tatsächlich ja nur an innerhalb der einzelnen Regeln Korrespondenz herstellen können. Wir können also nicht sagen,
Ich kann diese Nominalphrase im dritte Person Singular nur mit einer Verbphrase kombinieren, wenn die im Verb dritte Person Singular enthält. Ich muss die Information, diese Kongruenzinformation direkt in der Verbphrase-Kategorie, in dieser Konstituente vorliegen haben. Deswegen brauche ich solche Regeln, um Informationen von der Wortebene zu der entsprechenden phrasalen Ebene hochzureichen. Also das können wir auch mit diesen Variablen machen. Und das andere, was wir brauchen, ist ausdrücken können, dass bestimmte Merkmale zwar dann auf tieferer Ebene vorhanden sind, vorhanden sein müssen, aber für diese Regel unerheblich sind, dass hier beliebige Werte akzeptiert werden kann. Da sehen Sie auch einen Fall von Unterspezifikation. Also hier ist einfach ja unerheblich, was Numerus und Person sind, also ist diese Regel bezüglich Numerus und Person unterspezifiziert. Was wir jetzt noch machen müssen, ist daraus was zu entwickeln, was man auch tatsächlich, oder was, dessen was zu entwickeln, was man auch tatsächlich aufschreiben kann. Also so möchten wir keine Grammatikregeln eintippen müssen, denn die müssen wir praktisch zeichnen, diese Regeln. Da gibt es jetzt verschiedene Ansätze. Ein recht gebräuchlicher Ansatz ist eine sogenannte Pfadnotation, wobei wir die eigentliche Kontextfrage, die eigentliche Regel hier, die Produktion der Grammatik, auf die Kernaussage reduzieren, nämlich eine Konstituente der Kategorie A besteht, oder eine Konstituente A besteht aus einer Folge von einer Konstituente B und einer Konstituente C. Und alles, was an Informationen oder was an Einschränkungen an diese Konstituenten gestellt wird, ist dann über einzelne Gleichungen, die wir hier sehen, festgelegt. Also wir ersetzen praktisch, statt hier solche Bündel aufzuschreiben, also A steht für dieses Merkmalsbündel, B für dieses Merkmalsbündel und C für dieses Merkmalsbündel. Und dann haben wir solche Gleichungen, die für jeden Eintrag, des Merkmalsbündels festlegen. Zum Beispiel diese Gleichung sagt aus, dass die Kategorie des Merkmalsbündels A VP sein muss. Dieser Eintrag sagt aus, dass die Kategorie des Merkmalsbündels B V sein muss. Also somit können wir einzelne verlangte Werte oder dass hier also ein transitives Verb sein muss, ist durch diese Gleichung gekennzeichnet. Was Sie hier links sehen, das ist die sogenannte Pfadnotation. Also wir gehen praktisch, wir fangen immer an mit so einer Variablen, so einem Platzhalter für ein Merkmalsbündel. A, B und C stehen für die ganzen Merkmalsbündel. Man kann sich auch vorstellen, dass die für die Klammern hier außen rum stehen. Und der Pfad besteht jetzt aus Merkmalsnamen, also zum Beispiel Category Cat, um dann dieses Cat-Merkmal auszuwählen, oder Subcat, um das Subcat-Merkmal auszuwählen. Und in Fällen, wo ich jetzt schon so eine Gruppierung gemacht habe, wo die Merkmalsnamen Agronom zum Beispiel aus zwei Komponenten bestehen, schreibe ich eben beide Komponenten hier nacheinander hin. Also deswegen kann ich auch längere Pfade kriegen. Und es ist wieder eine traditionelle Konvention, dass man diese Pfade in spitze Klammern schreibt. Das hat nichts Tieferes zu bedeuten. Ich habe hier auch noch die tatsächlich Merkmalswerte, also sogenannte literale Werte, mit grün gekennzeichnet und die Pfade sind dann so bläulich dargestellt, damit wir uns klarer trennen können. So. Und jetzt können wir schauen, wie wir in der Pfadnotation diese neuen syntaktischen Möglichkeiten umsetzen können. Die Variablen, die Gleichheit von Variablen, kann ich jetzt direkt dadurch ausdrücken, dass ich hier nicht x und y schreiben muss, sondern eigentlich direkt sagen kann, der Agronom-Wert von A muss identisch sein zu dem Agronom-Wert von B. Also schreibe ich einfach A Agronom gleich B Agronom. Und dasselbe für die Person bei A und B, die müssen gleich sein. Ich habe hier nur zur Erklärung mal hingeschrieben, das ist das, was ich hier mit X und Y bezeichnet habe, aber ich brauche gar keine Variablen. Das ist schon mal ein Vorteil. Deswegen muss ich dadurch muss ich nicht meinen Grammatikformalismus nachher Variablen definieren, verschiedene Variablennamen verwalten, sondern kann direkt diese Äquivalenzen hinschreiben. Das macht natürlich die Kongruenz zum Beispiel, wird natürlich noch deutlicher, wenn ich es direkt als eine Gleichheit aufschreiben kann. Und die Fragezeichen, die sind überhaupt nicht wiedergegeben in diesem Formalismus, denn es gibt ja keine Einschränkung, die ich an Numerus und Personen der Objektnominalphrase stellen will, also führe ich die einfach gar nicht auf. Das heißt, ich brauche gar keine besondere Notation für das Fragezeichen. Es ist implizit dadurch gegeben, dass ich die Kategorie nicht aufführe. Das wird uns gleich nochmal beschäftigen.
denn wir müssen eben damit auch, also wir können nicht unterscheiden in dieser Notation zwischen dieser Struktur, wo Numerus und Person vorhanden sind, aber beliebig sein können, und einer Struktur, bei der Numerus und Person gar nicht vorhanden wären. Und weil ich natürlich in den Nominalphrasenregeln aber Numerus und Person immer drin habe, muss ich irgendwie den Abgleich schaffen. Das ist eine der Kernherausforderungen dieses für die Merkmalsbündel. Okay, diese Notation ist sehr schön systematisch, aber natürlich auch wieder etwas unhandlich und vor allem jetzt auch nicht sehr intuitiv, weil man sich immer merken muss, was A, B und C sein sollen. Deswegen ist es üblich, die syntaktische Kategorie als Variablenname zu verwenden, sozusagen implizit zu definieren. Dadurch fallen diese drei, das war nochmal die Merkmale, dadurch fallen diese drei Gleichungen weg, sondern werden implizit durch die Namen der Platzhalter für die Merkmalsbündel gegeben. Da ist dann auch die Konvention, die in Großbuchstaben zu schreiben, auch wenn die eigentlichen Merkmalsausprägungen in Kleinbuchstaben wären. Also VP geht zu VNP, bedeutet Merkmalsbündel der Kategorie VP, besteht aus Merkmalsbündel der Kategorie V, gefolgt von Merkmalsbündel der Kategorie NP, und nur alle verbleibenden Bedingungen werden aufgeführt. Und wir verwenden dann eben diese Kategoriennamen, die syntaktischen Kategorien, als Platzhalter für die Bündel. Wenn Sie zum Beispiel beim Ditransitiven hier mehrere mit der gleichen Kategorie haben, dann müssen Sie die halt mit normalerweise mit tiefer gestellten Indizes unterscheiden. Dann gibt es eine NP1 und eine NP2. So. Also so soll das ungefähr funktionieren. Jetzt müssen wir dieses eine Problem, das ich gerade angesprochen habe, noch lösen. Jetzt müssen wir dieses eine Problem lösen, das ich angesprochen habe. Also wie gesagt, die Tatsache, dass bei der Objektnominalphrase Numerus und Person unerheblich sind, wird in der Pfadnotation eben dadurch gekennzeichnet, dass wir es nicht spezifizieren. Das heißt, eigentlich steht da dieses Merkmalsbündel. Das ist auch völlig korrekt, denn das kodiert, das drückt genau das aus, was der Fall ist, dass eben die beiden Werte unerheblich sind, dass nur eine Einschränkung an den Kasus gestellt wird. Das Problem ist, wenn ich jetzt eine Nominalphrasenregel nehme, die habe ich ja auch aus meiner kontextfreien Grammatik übertragen, da stand auf der linken Seite ja immer die voll ausspezifizierten Unterkategorien mit Kasus, Numerus und Person, also werden wir so ein Merkmalsbündel kriegen. Und wenn ich das jetzt Ganze wie eine Ableitung in der kontextfreien Grammatik machen will, also ich könnte jetzt hier praktisch auch Ableitungen in der kontextfreien Grammatik machen, bei denen ich jeweils statt Variablen Merkmalsbündel stehen habe und kann dann eine Regel anwenden, wenn auf der linken Seite der Regel genau dasselbe Merkmalsbündel steht wie in meinem Term, aktuellen Term. Das funktioniert hier dann nicht mehr, denn meine NP zu, also die Satzregel, die Verbphrasenregel VP geht zu VNP, würde mir für die Objektnominalphrase dieses Merkmalsbündel generieren. Die Regel, die die Struktur der NP wiedergibt, hätte auf der linken Seite aber so eine voll ausspezifizierte mit allen Konkurrenzmerkmalen und die sind nicht identisch, also kann ich sie zumindest mal direkt nicht anwenden. Das heißt, ich kann hier nicht einfach sagen, ich kann die Regel anwenden, wenn die Merkmalsbündel identisch sind, das Vorliegende, das auf der linken Seite, sondern ich muss sie irgendwie anders in Verbindung bringen. Und das ist genau einer der Kernpunkte, die wichtigste Erweiterung, die die Merkmalsbündel mit sich bringen, dass wir hier eine Grammatik schreiben, bei der die linke Seite nicht identisch ist zu dem, was vorliegt, sondern es muss nur konsistent sein. Die beiden Merkmalsbündel können unterschiedliche Informationen, komplementäre Informationen enthalten. Es muss nicht mal so sein, also hier habe ich ja den Fall, dass ich sozusagen in auf der linken Seite der Regel mehr Informationen habe, als von der vorigen Regel gegeben wird. Aber nicht mal das muss der Fall sein, die können auch beide mehr Informationen enthalten, die nicht im anderen enthalten ist. Das Wesentliche ist, dass sie komplementär sein können, sie müssen aber konsistent sein, das heißt, sie dürfen keine widersprüchlichen Informationen enthalten. Also das werden wir gleich nach den Beispielen sehen. Das können Sie aber schon mal merken. Zwei Merkmalsbündel können zusammengebracht werden, wenn sie komplementäre Informationen haben, aber nicht, wenn sie widersprüchlich sind. Und was passiert bei diesen Anwendungen von den Grammatikproduktionen, was passieren wird, ist nicht, dass Gleichheit der Merkmalsbündel getestet wird,
verlangen wird, sondern dass die Information, die vorhanden ist, zusammengeführt wird. Und das Zusammenführen misslingt eben, sobald die sich widersprechen, und dann kann ich eine Produktion nicht mehr anwenden. So, in diesem Prozess, Informationen zusammenzuführen, das ist das, was als Unifikation bezeichnet wird. Also das ist eigentlich hier, Unifikation ist hier das große Schlüsselwort, neben Merkmalsbündel. Ich habe schon gesagt, nächste Woche werden wir die sogenannten Feature Unification Grammars einführen. Deutlicher als im Deutschen, Feature steht für Merkmalsbündel und Unification für den Unifikationsprozess. Also Merkmalsbündel und Unifikation sind die beiden wesentlichen Bestandteile solcher Grammatiken. So. Das Ergebnis einer solchen Unifikation sammelt einfach Informationen aus beiden Merkmalsbündeln auf, also die Information im Sinne von Merkmalen. Das heißt, das Ergebnis, mathematisch können wir sagen, das Ergebnis ist das kleinste Merkmalsbündel, das einfachste Merkmalsbündel, was alle Informationen aus den beiden Argumenten enthält. Es wird nur aufgesammelt, was da ist, aber nicht keine weitere Information noch hinzugefügt. So, ich habe hier ein paar einfache Beispiele vorbereitet, da können wir uns diese Kernbegriffe nochmal klar machen. Erstmal konsistente und widersprüchliche Merkmalsbündel. Diese beiden Merkmalsbündel widersprechen sich, denn im linken haben wir einen Kasus akkusativ verlangt, im rechten Kasus nominativ verlangt. Und der Kasus kann ja nur entweder akkusativ oder nominativ sein, es kann nicht beides sein. Das heißt, ich kann diese beiden Merkmalsbündel nicht zusammenbringen, weil ich mich dann für eine der beiden Versionen entscheiden müsste. Also sobald ich irgendwie in beiden Bündeln das gleiche Merkmal mit verschiedenen Werten habe, sind die natürlich widersprüchlich. Konsistenz im Merkmalsbündel, wenn alle gemeinsamen Merkmale den gleichen Wert haben, also in dem Fall zum Beispiel die Kategorie Nominalphrase im Kasus Akkusativ. Das linke Merkmalsbündel enthält hier zusätzliche Informationen, weitere Merkmale. Und das, was ich vielleicht hier in das Beispiel gleich hätte reinbringen sollen, hier könnten auch noch weitere Merkmale stehen. Also wenn hier zum Beispiel ein Subcut-Merkmal da wäre oder was können wir beim Agreement noch haben, ein Gender für Deutsch. Wenn hier ein Gender-Merkmal wäre, ein Genus-Merkmal, dann wäre das auch unproblematisch. Dann hätten beide zusätzliche Informationen. Aber alle Merkmale, die sie gemeinsam haben, haben die gleichen Werte und sind damit konsistent. Ein weiterer Begriff, der immer noch auftaucht, ist der Begriff der Subsumption. Das ist genau die Unterscheidung zwischen Merkmalsbündeln, die nur konsistent sind, aber jeweils zusätzliche Informationen enthalten, und Merkmalsbündel, die ineinander enthalten sind. Ich glaube, man kann es am besten grafisch darstellen. Das Merkmalsbündel links hier enthält weniger Informationen als dieses Merkmalsbündel. Weniger in dem Sinn, dass alle Informationen, die in A hier enthalten ist, auch in B drinsteckt, nämlich Kategorie und Kasus, und konsistent ist. Also hier habe ich dieselbe Information drin, aber B enthält zusätzliche Informationen. Und das, in dem Fall sagt man, B subsumiert A. Das heißt, A subsumiert B. Ich glaube, da bin ich jetzt vertippt. Da habe ich die Erklärung falsch geschrieben, sorry. Also A subsumiert B, das bedeutet, alle Informationen aus A ist auch in B enthalten. Also A ist das allgemeinere Merkmalsbündel. Subsumieren bedeutet hier, dass A eben eine größere Bandbreite von möglichen Konstituenten beschreibt. Also es gibt mehr Konstituenten, auf die A zutrifft, als Konstituenten, auf die B zutrifft, weil B zusätzliche Einschränkungen stellt. Ich werde nochmal eine korrigierte Form der Folien dann hochladen nachher, dass Sie da keine falschen Sachen drin haben. Also in diesem Fall, wenn die Merkmale von A ein Teil der Merkmale von B sind, dann sagen wir A subsumiert B. Wenn A B subsumiert, dann sind die beiden natürlich auch immer konsistent. Aber sie müssen, wenn zwei Bündel konsistent sind, muss keine Subsumptionsrelation vorliegen. Also weder A B subsumieren noch B A subsumieren. Die zusätzliche Information in B ist optional. Das heißt, A, hier dürfte eigentlich das gleiche Merkmalsbündel stehen. Oder mit anderen Worten,
jedes Merkmalsbündel subsumiert sich selbst. Also das ist sozusagen wie die Teilmengen oder Gleichrelation. Vielleicht ist Ihnen schon aufgefallen, das Subsumptionssymbol ist verdächtig ähnlich zum Teilmengensymbol. Das ist auch durchaus beabsichtigt, das ist nur eckig geschrieben, weil eigentlich, man kann es auch so deuten, dass eben die Merkmale in A eine Teilmenge der Merkmale in B darstellen, wenn sie subsumieren. Und schließlich, jetzt können wir noch definieren, was eine Unifikation ist. Unifikation bedeutet, dass alle Merkmale aus zwei konsistenten Merkmalsbündeln zusammengeführt werden. Im Prinzip machen wir die Vereinigung von Merkmalen, deswegen ist das Symbol für die Unifikationsoperation auch von dem Vereinigungssymbol als Vereinigungssymbol abgeleitet, nur wieder in eckiger Form geschrieben, wie Sie hier sehen. Also die Unifikation von A und B, zunächst ist zu prüfen, dass die konsistent sind. Hier sehen Sie jetzt genau diesen Fall. Die gemeinsamen Merkmale haben die gleichen Werte, also ist Konsistenz gegeben. Wir haben aber keine Subsumptionsrelation, denn A enthält zusätzliche Informationen, die nicht in B ist. B enthält aber auch zusätzliche Informationen, die nicht in A ist. Und das Unifikationsergebnis ist jetzt ein Merkmalsbündel, in dem einfach alle einzelnen Merkmale zusammengeworfen sind. Und das ist eigentlich das Material, das wir brauchen, um, wie schon gesagt, das Material, das wir für die Merkmalsgrammatiken brauchen, beziehungsweise Unifikation und Unterspezifikation. Unterspezifikation erlaubt uns, Lexikoneinträge klarer zu schreiben, indem wir zum Beispiel bei Blume dann eben einfach das Kasusmerkmal weglassen. Die Unifikation sorgt dafür, dass solche dass wir bei dem Objektnominalphrase nur Kasus akkusativ spezifizieren, aber die andere Konkurrenzinformation weglassen. Und die Unifikation ermöglicht es dann, die teilweise Informationen, die wir auf diese Weise kodieren, an verschiedenen Stellen zusammenzuführen, um eben alle Merkmale der Nominalphrase dann festlegen zu können. Also hier sehen wir es zum Beispiel dann zur Konkurrenz in deutschen Nominalphrasen gehen würde. Da würden wir diese Regeln aufschreiben. Also im Prinzip, Konkurrenz bedeutet ja, dass alle Agreement-Merkmale übereinstimmen müssen zwischen Artikel und Substantiv. Hier schreiben wir aber nicht die Gleichheit det n nur hin. Eigentlich haben wir eine Dreifachgleichheit, die wir schreiben wollen. Zwischen Nominalphrasen-Agreement, Artikel-Agreement und Substantiv-Agreement. Also eigentlich sollen die alle miteinander nicht identisch sein, sondern eben miteinander übereinstimmen, miteinander konsistent sein. Also eigentlich deuten diese Gleichheitszeichen an, dass nicht Gleichheit, Identität, sondern Konsistenz. Und die Implementierung der Konsistenz wird meistens als eine Unifikationsoperation durchgeführt. Das heißt, was die Grammatik tatsächlich, wenn sie von bottom-up die Strukturen, die Konstituenten erstellt, was die Grammatik macht, ist die Unifikation von Artikel- und Substantiv-Agreement durchführen. Und dieses Unifikationsergebnis, also die kann ja nur durchgeführt werden, wenn die beiden konsistent sind. Das ist die Kongruenzprüfung. Dadurch ist sichergestellt, dass Artikel und Substantiv die gleich konsistente Information haben, also kongruent sind. Und die Unifikation, die wir dann als Agreement-Information des Elternknotens, also der Nominalphrase, übernommen. Oder anders gedacht, die wird auch noch abgeglichen mit der Information, die jetzt top-down von der Nominalphrase, zum Beispiel, dass die im Akkusativ sein muss als Objekt, die da geliefert wird, und stellt hier wieder auch eine Kongruenz sicher. Und letztlich wird dann eigentlich die Unifikation aus allen drei berechnet. Das ist die Information, die zusammengetragen ist. Das Ganze ist jetzt schwer zu sagen, ohne das Parsing-Framework und den ganzen Grammatikformalismus zu kennen. Damit werden wir uns dann nächste Woche nochmal besser beschäftigen. Jetzt schauen wir uns aber nochmal an, wie die Unifikation hier
abläuft. Also wir wollen uns diesen Unifikationsschritt nochmal genauer anschauen. So. Also das ist die Lage, die wir jetzt eigentlich haben, wenn wir die und Blume zu einer Nominalphrase zusammenfügen wollen. Von Blume habe ich diese Merkmalsstruktur, wo wir hier eben sehen, dass die Kasusinformation wegfällt, also Unterspezifikation ausgenutzt wird. Für den Artikel die habe ich jetzt, ist es ein bisschen schwieriger, da kriege ich tatsächlich vier einzelne Merkmalsstrukturen. Einmal kann es feminin Singular sein, Nominativ oder Akkusativ. Einmal kann es Plural sein, Nominativ oder Akkusativ. Hier habe ich was nicht als Unterspezifikation gesehen werden kann im engeren Sinne. Hier sind die Kasus auf Nominativ und Akkusativ eingeschränkt. Das ist also eine teilweise Unterspezifikation. Die volle Unterspezifikation wäre wie hier, dass Kasus beliebig ist. Diese teilweise Einschränkung, die kann ich nicht ohne weiteres im Merkmalsbündel repräsentieren. Also ich kann damit nur volle Unterspezifikation erfassen. Das heißt, hier haben wir eigentlich keine andere Wahl, als tatsächlich zwei Merkmalsbündel aufzuschreiben. Einmal mit Nominativ, einmal mit Akkusativ. Die geschweiften Klammern sind hier gerade mal nur eine Kurznotation, die für diese beiden Merkmalsbündel steht, damit es ganz übersichtlich bleibt. Dafür gibt es wieder Speziallösungen, aber sozusagen in dem elementaren Formalismus, den wir hier entwickeln, löst man es dadurch, dass man tatsächlich doch noch zwei Einträge braucht. Es ist aber wesentlich weniger schlimm, als wenn wir eben für völlig unterspezifizierte Merkmale in dem Fall jetzt vier Einträge machen müssen. Denn hier haben wir auch den zusätzlichen Fall, dass hier Genus unterspezifiziert ist. Also hier habe ich zwar zwei Einträge, aber ohne die Unterspezifikation von Genus bräuchte ich sechs Einträge für Maskulin, Feminin und Neutrum. Und was die Bedingung jetzt sagt, ist, dass ich eine Unifikation dieser Agreement-Teilbündel machen soll. Da sehen Sie schon, ich habe hier schon was vorweggenommen. Also was ich vorhin geschrieben habe, war ja nicht für einzelne Merkmale, sondern so eine Kurznotation, die sich auf ein ganzes Teilbündel bezieht. Und das ist auch der Grund, warum ich die so gebündelt habe. Wir werden oft die kompletten Kongruenzmerkmale miteinander abgleichen wollen, also eine Unifikation durchführen. Deswegen ist schön, dass wir die als Teilbündel geschrieben haben, tatsächlich den Unifikationsprozess direkt auf dieses Teilbündel anwenden können. Das ist was wir dann nächste Woche noch systematisch weiter. So, ich kann jetzt also entweder versuchen, Blume mit dieser Struktur zu kombinieren oder Blume mit dieser Lesart des Artikels zu kombinieren. Hier unten haben wir einen Widerspruch, nämlich Numerus Plural, Numerus Singular. Deswegen fehlt diese Lesart weg. Hier und hier haben wir konsistente Merkmalsbündel, nämlich die gemeinsame Information Genus und Numerus ist feminin singular, stimmt überein. Und ich bekomme vom Artikel die zusätzliche Information, dass Kasus nominativ oder akkusativ sein muss. Das heißt, das Ergebnis der Unifikation ist dann dieses gemeinsame Bündel. Und das wird nun in das Agreement-Feld von der Nominalphrase auf der linken Seite geschrieben. Damit kriege ich dann eben hier die Kategorie Nominalphrase. So. Damit haben wir es für heute geschafft. Nächste Woche werden wir unsere Merkmalsbündel dann noch zu echt rekursiven Merkmalsstrukturen weiterentwickeln. Also gerade diesen Gedanken, dass wir so ein Unterbündel brauchen, das kann man noch weiter treiben zu rekursiven Strukturen. Und darauf auf der Basis mit Unifikationen und Merkmalsstrukturen dann die Merkmalsgrammatik entwickelt. Danke und bis nächsten Montag.